Bin ich im Flipper oder was? Junge Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zurück. Und jawohl, wir sind in Circuit Superstars. Das heißt, ich bin jetzt zumindest mal versucht, mein Versprechen einzulösen. Also, wir machen Folgendes. Top Gear Time Attack. 30 Minuten. Und das war's. Wir werden sehen, wie weit wir 30 Minuten in die in diese Liste halt eben uns hineinarbeiten können. Wir werden als Geist den jeweils nächsten uns halt vornehmen, und damit das alles mit rechten Dingen zugeht, habe ich den hier. Ich habe hier einen Timetimer, den ziehe ich auf 30 Minuten auf. In 30 Minuten wird das Ding piepen. So, ich stelle mal hier hin. So, und dann werden wir mal gucken, wie weit wir es geschafft haben. Also, nicht lang schnacken. Das Auto soll natürlich schön aussehen. Groß was machen können wir da eh nicht. Also von daher, für diese Challenge sind wir eh genagelt. Alles klar, gucken wir mal, wie wir uns hier schlagen. Das ist der Top Gear Test Track, wie man ihn aus der Serie kennt. Und wir arbeiten uns jetzt mal ein bisschen rum. Achtung, hier ist immer so eine tricky Stelle. Hier kann man dann so ein bisschen flat out gehen, muss hier rüber. Da knallen wir halt eben so ein bisschen geschnitten dran vorbei und dann landen wir sonst wo. Scheiße, das war ja aber auch zum Glück in Anführungsstrichen nur die versemmelt. Aber ich fand, diese Aufwärmrunde war jetzt gar nicht so schlecht. Lass uns mal gucken, was wir da noch tun können. Also. Ach, uiuiui. So, Connor Daly, hast noch einen Augenblick. Schon frisst, jetzt holen wir dich. Die sind auf der Hinterachse, sind sie ziemlich unruhig. Da musst du echt aufpassen. Sonst haut er die ab. Och, Mensch. Das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, gucken wir jetzt. Los, 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 los. Ah. Den Abschnitt haben wir schon so einigermaßen unter Kontrolle. Okay. Nicht rausgedreht. Super. Rein, ja, okay, nicht schön, aber effektiv. Dann jetzt hier auf die andere Seite. Auf die andere Seite, Speed, Kurve nehmen, second to last corner, Gambon und durch. So, wir haben den ersten. Katie Munix ist die nächste. Ich fürchte, die macht schon besser als der Kollege. Also besser als ich auf jeden Fall. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was habe ich denn da ausgedacht? Neu positionieren mit Y. Sie ist also schon durch. Ja, macht er nicht. So. So, sie gibt hier auch schon richtig Stopp. Ach, Manno. Wie jetzt Streckenlimit? Ja, okay, dann weg damit. Und los. Oh nein, 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 weiter.
Okay, diese Kurve, die muss besser werden. Ansonsten sind wir, glaube ich, verdammt gut unterwegs, oder? Also, naja, bis auf die Schilder. Und gleich nochmal. Oh, den haben wir gut gefangen. Los jetzt, los jetzt. Was? Wie Streckenlimit? Hör mal. Gibt's ja wohl nicht. Jetzt ist aber Krieg hier. Vor allem, warum ist da keine Track Limits? Okay. So, jetzt mal ein bisschen Konzentration hier. Komm. Okay. Das wird was, das wird was. Ja. Oh. Jetzt nicht versemmeln, jetzt nicht versemmeln. Wir sind gut unterwegs. Och nein! Aber es ist immer noch Katie. Schade. Ach nö, das war doch so gut. Aber wir können sie schlagen auf jeden Fall, das wissen wir jetzt. Also. Komm schon! So, jetzt kommen wir doch. Okay, wir sind vor ihr. Wir sind deutlich vor ihr. Weit raus, second to last. Ach nö! Doch, aber hat gereicht. Okay, der nächste, Jamie Chadwick. Okay, wenn ich das also sehe, der baut richtig Mist, der Kollege. Das heißt, da haben wir eine gute Chance, den auch noch zu kriegen. Warum auch nicht? Okay. Also, nochmal. Ah, schade. Komm, Jamie Chadwick und die nächsten zwei, die machen wir noch. Ei. Komm schon! Nein! Ah.
Das gibt's doch nicht. Ja, so muss die Second to Last laufen. Wir waren gut dran. Und ich stelle gerade fest, mein Time-Timer funktioniert nicht mehr. Der ist auf 30 Minuten stehen geblieben. Okay. Ich werde versuchen, das so ein bisschen aus dem Ärmel zu schütteln, die Zeit. Och, jetzt ehrlich. Wenn ich jetzt einen Vorteil davon gehabt hätte. Okay, das hätte ich verstanden. Aber den hatte ich ja nun wirklich nicht. Okay, das sieht gut aus. Ja, und jetzt die Gammon noch und geschafft. Wen haben wir? Charlie Martin. Okay, da darf man jetzt auch mal gegen das Plakat fahren. Okay. Wir sind noch vor ihm. Das finde ich... Ah, zu weit raus, zu weit raus. Ah, interessante Technik, die er da in der Kurve anwendet. Ich frage mich. Ich frage mich, wie er das hingekriegt hat. Na, ist das unsere Nemesis? Ja, danke schön, ich hab's verstanden. Setzt mich das Spiel doch selber. 1,5 Sekunden habe ich jetzt sicherlich nicht zu verschenken. Okay. Ja, das wird eine. Das wird eine gute Runde. Ich bleibe an ihm dran. Okay, oder auch nicht. Gibt es ja nicht. Gut, los, komm. Wir bleiben an ihm dran. Wir müssen an ihm dranbleiben. Schon von Anfang an müssen wir ihn richtig gut kriegen. Ach, guck mal, das geht auch gut. Kannst du tatsächlich ein bisschen noch rausfahren auf die Art und Weise. Oh, der war eigentlich gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob wir ihn hier jetzt auf den letzten Meter irgendwo noch was abnehmen können, weil er sich da eine Schwäche geleistet hat. Shit. Ja, sehr gut. Aber das sah schon gar nicht so schlecht aus, oder? Oha. Und weiter.
Ja, okay. Wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran. Mann, ich hab keine Lust. Wie sie sagt, in Neupositionierung. Habe ich das falsch gemacht? Ganz sogar versammelt hier. Okay, komm schon. Ja, den Rest des Tracks will ich auch hin und wieder vielleicht nochmal fahren. Mann, 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 Mann. Oh, ein paar Donuts. Nice. Fahren wir gleich quer, ha? Okay, will er nicht. Na gut. So, okay. Ich bin gut noch an ihm dran. Das kann noch was werden. Ich sage jetzt nichts mehr. Das wird jetzt ein stummes Video. Glaubt ihr wohl selber nicht. Dum, 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 dum. Bin ich im Flipper oder was? Alles gut getroffen, aber die Marke jetzt ausgerechnet wieder nicht, ey. Oh, Mann! Also ich bin nicht so weit von ihm weg. Das ist schon in Ordnung. Also den kriegen wir noch. Schon, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fein, 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 fein. Immer getreu dem Motto von Jamie Clarkson: Sometimes to be fast, you gotta be slow and consistent. Das gibt's nicht.
Habt ihr das gesehen, ey? Oh nein! Okay, okay, komm, 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 komm. Oh, ich bin aber dran, ich bin dran, wir kriegen das. Wir kriegen das. Komm, komm. Wenn die nur ein bisschen stabiler wären, ein bisschen. Müssen ja jetzt nicht die LMPs sein. Ah, verdammt. Doch, Charlie Button! Nee, Moment. Doch, ich bin noch ein weiter. Ich bin ein weiter, ne? Der hat nur dasselbe Auto. Huch, der fährt ja eine deutlich andere Linie. Das ist ein anderes Auto, ja. Den sind wir auch noch dran. Ich merke nämlich gerade eine Sache. Ups. Und zwar, ich habe es bisher eigentlich immer vermieden zu bremsen. Ich bin immer sehr geschleudert. Und das machen die anderen auch. Aber zumindest bis hierhin. Und ich habe aber festgestellt, dass das Bremsen an der richtigen Stelle durchaus dir noch mal tatsächlich ein paar Vorteile bringt. Gottes Willen, komm schon, jetzt streng dich mal an, den wollen wir noch. Weil ich tippe mal darauf, danach kommt Lando Norris und gegen den zu verlieren ist keine Schande. Aber wenn ich so weitermache, wird das heute nichts mehr. Okay. Also eins steht fest, sie sind auf dem zweiten Teil der Strecke bisher meistens langsamer. Das heißt, wenn wir es einigermaßen schaffen, im ersten Teil der Strecke dran zu bleiben, ist es möglich, hier doch noch zu überholen. Also das wird nicht funktionieren. Okay, versuchen wir mal einen sauberen ersten Teil hinzukriegen, also nicht so. Ja, sehr gut. Ist für mich noch sauber genug.
Yes! Sehr gut. Arava. YouTuber nehme ich an. Oder Streamer, eins zum einen. Das ist ein Name, der mir nichts sagt. Komm. Och nö. Macht nichts, aber dich dran. Dich dran. Okay, komm. Nochmal motivieren, nochmal Gas geben. Los. Der wird ja auch eine ganz seltsame Linie, ne? Ich aber auch. Dieses Schild steht doch da mit Absicht. Der ist wirklich echt Millimeter genau an diesem Reifenstapel vorbei, ey. Das gibt's nicht. Und los, komm. Keine Müdigkeit vorschützen. Das war irgendwie nicht so richtig cool. Aber es könnte was werden. Wir müssen nur die Sachen alle in einer Runde zusammenkriegen. Ich glaube, in den einzelnen Abschnitten haben wir die Lösung. Was ein Scheiß. Los. Wenn du da durchkommst, auf diese Art und Weise, das gewinnt dir die Runde, weil da bremsen sie die meisten runter. Fast. Meine beste Runde war 32,77 und ich muss auf 31,6. Oh, das wird. Oh ja, 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 ja.
Das war ganz dämlich. Habt ihr gesehen, wie gut dieser Teil lief eben gerade? Und wieder auf den Sand gekommen. Okay, das ist zu weit weg, den kriege ich nicht mehr. Okay, Leute, drei Runden. Drei Runden. Und die fahren wir auch durch, kostet es, was es wolle. Ja, so muss das gehen. Okay. Jetzt machen wir es vernünftig. Komm schon. Zu spitz angefahren und verloren. Komm, einmal setzen wir noch zurück und versuchen es nochmal richtig zu machen. Mit so einer Performance kann ich mich doch nicht aus dem Rennen verabschieden, das geht doch nicht. Ach, Mann, ich hatte Schiss runterzugehen. Gut. Nein, ich will das nochmal ordentlich. Einmal ordentlich. Okay, meine lieben Leute, das soll es erstmal sein. Gehen wir zurück zum Hauptmenü. Nö, eigentlich wollte ich gerne nochmal die Platzierung sehen. Kann ich sie sehen? Top Gear Time Attack. Ja, also den siebten Platz der Top 11.
Elite des Top Gear Test Track Races. Gar nicht so schlecht. Mit 32,277 haben wir Charlie Martin, Jamie Chadwick, Katie Mannings und Connor Daly hintergelassen. Bis zu Lando Norris sind wir leider nicht mehr gekommen. Schade. Aber in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt vielleicht auch ein wenig mit mir gelitten. Wer weiß das schon so genau. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann. Ich bin raus. Ciao.